Einen wunderschönen guten Tag hier aus Nürnberg. Und wie angekündigt ist mein Gast heute Mario Argandoña. Hallo, ich grüße dich. Hi, hallo. Die Liste von den ganzen Bands, wo du mitgespielt hast, die habe ich jetzt vor dem Interview mir angeguckt. Das ist irre. Also noch mitspielst, seit 40 Jahren Musik von Scorpions, Bab, jetzt demnächst mit Deep Purple in der Royal Albert Hall. Richtig? Ja. Ist ja eine Legende neben mir. Kann passieren. auch für den Grammy nominiert gewesen, ja. Das ist irre. Für den Chilenen ist irre, ja. Für den Amerikaner nicht. Aber das eigentlich Irre ist, dass hier, man denkt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und all das Zeug, das Thema heute ist Trommeln mit Kindern. Es ist unglaublich. Seit 8 Jahren trommelst du schon an Schulen zum Beispiel mit Kindern. Ja, genau. Also, ja, genau, 8 Jahre, genau jetzt. Das ist insofern interessant. Ich habe es einmal live miterlebt und wollte unbedingt mal mit jemandem sprechen, der sowas macht. Du schnappst dir hunderte Trommeln, gehst in eine Schule und was passiert da? Also wir kommen morgens früh, für einen Musiker ist das sehr früh, aber dann arbeite ich mit den Kindern vormittags, so 1 Stunde pro Kind ungefähr. Wir teilen die Schule in 2 Gruppen, also 1., 2. Klasse, 3., 4. Klasse. Also jede Gruppe hat dann 150 Kinder und sowas. Und nachmittag gibt es so ein gemeinsames Konzert, das was wir vormittags lernen und üben. Und mit Eltern, Geschwister, Kinder, Omas, Opa. Ja, total Spaß. Geht das einen Tag lang oder über? Also wir haben Projekttage, also einen ganzen Tag. Wir haben auch Projektwochenmöglichkeiten. Manche Schulen wollen lieber, dass wir so ein Thema ein bisschen weiterentwickeln, also die Geschichte. Dann gehen wir intensiver an die Lieder, an den Tänze. Ja, ist einfach. Und entsteht ein anderer Kontakt dann mit den Kindern, sehr viel tiefer. Und dann gilt das so als Projektwoche oder so. Und da haben die Kinder ein bisschen mehr davon vielleicht. Manche andere sind gut für einen Schock. Wie darf ich mir das vorstellen? Findet das im Klassenzimmer statt, in der Turnhalle? In der Regel ist Turnhalle und dann, oder Aula oder sowas, weil die sitzen ja auf dem Boden, die Kinder. Jeder kriegt eine Trommel. So gesehen, wir brauchen viel Platz. Ja. Und im Sommer ist sehr schön, das Konzert findet sehr oft statt draußen. So. Wie kommt es, dass jemand in die Royal Albert Hall geht und danach in die Schulturnhall? Es ist. was treibt einen da? Wieso machst du das? Naja. Also ich habe früher mein Leben lang nur mit Erwachsenen, wie gesagt, gespielt und verschiedene Arten von Musik, verschiedene Halls und Sachen und Venues. Und seitdem ich mit Kindern arbeite, also ich habe entdeckt, was sinnvoll ist. Das ist hart, aber es ist so. Also jetzt respektiere auch zum Beispiel also der Lehrer, also Kollegen und so, diese Leute, die mit Kindern arbeiten. Ich habe ein anderes Blickwinkel jetzt. Und ja, wie gesagt, ich habe entdeckt, was sinnvoll ist und wo ich was verändern kann, also beeinflussen kann. Und seitdem ich mit Kindern arbeite, will ich immer weniger mit Erwachsenen was tun. Das glaube ich. Wie ist das so, wenn man da, man trifft ja zum ersten Mal auf diese Kinder, wie reagieren die da, wenn da jemand kommt mit Trommeln und sagt, jetzt trommeln wir zusammen, wie läuft das ab? Da haben, okay, die Erfahrung natürlich, ich habe im Moment viel Erfahrung, ich habe über 600 Schulen schon gemacht oder Kita, so Veranstaltungen. Eigentlich rede ich gar nicht, weil desto weniger intellektuell die Sache wird, desto besser es ist. Also früher haben wir so gemacht, also sind gekommen und dann sagt, hallo, wie geht's, wie es normal läuft. Ja, bei Erwachsenen ist es so, hallo, ich bin so und so, passiert so. Mit Kindern ist es besser umgekehrt. Wir trommeln einfach los. Und dann ist der Sprache ist das Trommeln, nicht mehr das intellektuelle Bababab. Ich stelle mir das aber schwierig vor, in einer Turnhalle 400 Trommeln, alle trommeln los. Ich stelle mir ein Chaos vor.
Habe ich auch gedacht, ja. Am Anfang. Aber eigentlich ist nicht so, wenn du in deiner Mitte bist, also wenn du sicher bist und du gibst einen Ton, dann dauert 20 Sekunden, würde ich sagen. Dann sind die alle im Takt. Im Takt, im Rhythmus. Und dann kannst du alles machen. Und dann bist du befreundet. Ohne Werte. Wie sind die Erfahrungen? Also wie reagieren Kinder am Anfang und dann danach, wenn sie alle gemeinsam im Takt sind? Das würde mich interessieren. Es ist am Anfang ist Chaos, hast du recht. Jeder trommelt für sich, jeder will was sagen. Die sind noch in diesem Trip, würde ich sagen, wo jeder Einzelkämpfer ist. Und wenn es in den Es ist erstaunlich, wie schnell in die Gemeinschaft geht. Also mit den Trommeln, weißt du, in einem Takt, wenn man sicher ist und bum bum, auf einmal, dann entsteht diese, ich glaube, es heißt auf Deutsch, wie heißt, wenn einer der andere Einfluss? Also anstecken. Anstecken, ja, oder Gruppenzwang in positiv. Ja, auf einmal, du merkst, dass alle anderen das machen, dann machst du es auch mit. Und irgendwann, bumm, es dauert nicht lange, es geht ganz schnell. Es gibt eine Webseite dazu, die heißt Argandonia Trommelwelt. Argandonia-trommelwelt.de. Und da kann man drauf gehen. Ist das jetzt nur für Schulen oder für wir bieten auch natürlich für Jugendliche, also für weiterführende Schule, Behinderteeinrichtung. Es funktioniert ganz toll, das Trommeln, ja. Und Spaß. Ich habe was gelernt mit Behinderten. Also man guck normalerweise nach unten. Ich habe gelernt, die sind zwar behindert, die sind aber nicht dumm. Also wirklich, man muss unterscheiden. Also sind nur anders. Und es ist ganz toll. Also die haben eine Hier und Jetzt Attitude. Die sind in Hier und Jetzt. Die sind in dem Sinne Kind. Aber nicht dumm. Und das ist ganz eine tolle Erfahrung für mich. Und es funktioniert fantastisch mit der Trommel, weil die lassen sich gehen. Geht das auch mit Erwachsenen? Also ich weiß, ich hab kein Gefühl für Takt. Könnte ich das lernen? Natürlich. Ja? Was heißt lernen? Das ist intellektuell. Du kannst es machen, du kannst spielen. Lernen ist... Also ich sehe sowas lernen? Auch für Unternehmen, ja. Oder sonst was? Wir machen es auch mit Firmen. Und es geht... Die Leistung kommt von der Begeisterung, es kommt nicht von Intellektuellen. Also wir sind gewöhnt, wir lernen natürlich, dass hier muss es funktionieren. Ja? Das habe ich in Deutschland gelernt übrigens. Ja? Ich habe gelernt, dass hier die Leute tanzen nach Bedienungsanleitung. Also es geht 1, 2, 3 nach links, 1, 2, 3. Für mich war als Chilene, das ist interessant. Kann man auch machen, aber ob das Tanzen heißen soll, weiß ich nicht. Es ist, wie reagieren die Lehrer? Die haben ja einen Lehrplan, die haben das deutsche Schulsystem, das ist alles strukturiert, ist alles intellektuell. Wie reagieren die Lehrer in so einer Projekt-Tage-Woche? Also die Hälfte, normalerweise die Hälfte des Kollegiums denkt, das gibt ein Chaos, es funktioniert nicht. 300 Kinder mit Trommel, viel Glück ungefähr. Aber die andere Hälfte, okay, entweder haben die was davon gehört oder die haben Erfahrung oder die sind einfach offen für sowas. Und wenn es klappt, ich denke, die Reaktionen sind also immer super. Also ich denke, wow, es funktioniert. Also wie schaffen sie das? Ne? Aber ich denke, jeder kann es schaffen, jeder, der sich einlässt und Kind bleibt. Geht es da wirklich ums Trommeln? Also alles, was ich jetzt gerade raushöre, ist eigentlich nur ein Instrument, aber es passiert irgendwas anderes da. Ja, die Trommel, die lernen nicht Trommel in einem Tag, natürlich nicht. Aber für manche von denen ist die Motivation so stark, dass die, ich habe sehr oft 3-4 Jahre später Kinder getroffen, die alle ein Musikinstrument spielen, zum Beispiel. Und das ist für mich fantastisch. Und es kommt von diesem Tag. Seitdem ist die Motivation da, das will ich lernen oder ich will jetzt Gitarre spielen oder Flöte oder Klavier. Oder. Die interessieren sich für... Weil ich rede viel davon. Ich bin ja ein Beispiel auch, so gesehen. Ich kann mir vorstellen, du musst da viel rumreisen. Du bist aber Tour erfahren. Du tourst ja schon dein ganzes Leben lang. Ja, ja. Zu viel.
Wo soll es hingehen? Was willst du irgendwann sagen können? Das habe ich erreicht mit dem Trommeln. Mit den Kindern meinst du oder ja, überhaupt mit Leuten? Mit Kindern, den Trommeln. Also was ich erreichen will mit den Kindern ist, dass die offen bleiben, also Kind bleiben, auch in den Erwachsenenjahren. Dass die merken, okay, da ist ein verrückter Typ da vorne, habe ich kennengelernt in meinem Leben. Also, weil mein Leben war auch so beschenkt eigentlich. Ich will, dass die Kinder sich diese Möglichkeit, beschenkt zu bleiben, offen halten. Also das Leben ist sowieso ein Geschenk und lernen zu können ist ein Geschenk. Also das, okay, das merkt man später, aber die sollen es nicht intellektuell wissen, aber ich versuche denen zu machen, ey, es ist toll, wenn man querdenkt, es ist toll, die Vielfalt. Wenn man anders ist, ist es nicht immer ein Minus. Du kannst es als Plus machen. Andere Blickwinkel für eine Problematik immer, es gibt mehrere Antworten. Mhm. Also es ist nicht nur eine Antwort. Okay, in der Schule manchmal muss man eine Antwort, das ist der Richtige. Aber die sollen wissen, dass es gibt mehrere. Aber okay, das ist der Richtige für die Schule. Aber im Leben gibt es mehrere richtige Antworten. Also ich habe ja viele Interviewpartner. Wenn ich da hinkomme, sehe ich die. Und die sind ganz bei sich, hochkonzentriert und so weiter. Als ich hier reinkam und dich gesehen habe, warst du voll bei mir. Und das sehe ich manchmal bei kleinen Kindern. Ich komme da jetzt öfter in Berührung mit. Die gehen mit solchen riesen Augen durch die Welt, riesen Ohren durch die Welt und alles ist erstaunlich. Und du hast mich vorhin so angeguckt, das fand ich irre. Kann man das auch lernen? Oder... Lernen. Ah. Das ist wieder Erwachsene-Welt. Also, ich denke, man kann es wieder erlangen, weil wir alle haben es ja. Also, das ist der zweite Punkt. Also, ich will, dass die Kinder neugierig bleiben, dass die eine Erfahrung haben, weißt du, mit uns. Okay, einen Tag habe ich erlebt, wie ein Typ kam in die Schule, weißt du, und da war ein bisschen anders, aber er war toll. Ja, und er hat anders geredet, weil ich manchmal sage ich Sachen, die ja, vielleicht unorthodox sagt man oder sowas. Also, aber ich mache ja auch so Clownübungen oder Theaterübungen mit denen. Ich will, dass die rausgehen, dass sie sich trauen. Ja, weil viele Kinder in Deutschland, vor allem von der sagen wir so, Akademikerabteilung, würde ich sagen, ja, die haben zwar ein Plus im Leben, eine Möglichkeit, man sagt Plus im Sinne, dass sie haben theoretisch bessere Chancen. Ich sage theoretisch, weil ich glaube, es ist nicht wirklich wahr. Also es kann so oder so sein. Aber es fällt ihnen woanders wiederum. Und, weißt du, und ich denke, ja, okay, aber jeder hat alles. Ja? Und ich versuche dann die brauchen jetzt das zum Beispiel. Und sehr oft, dann mache ich Grimassen oder Sachen, weil ich mache Übungen, die sind Theaterübungen. Und für manche Erwachsene ist das so wie, oh, was für ein Blödsinn. Also, ja, was für ein Blödsinn. Andere Leute müssen teuer bezahlen für solche Übungen. Weißt du, aber die Kinder helfen. Weil die kommen raus und die kommen immer mehr raus. Ich hole die immer mehr raus. Weißt du, dass die am Ende, wow. Also, was hört ein Kind ständig? Muss das sein? Ist das schon laut? Kannst du nicht ruhig sein? Das ist, was man hört als Kind. Bei mir ist es genau umgekehrt. Geht das lauter? Das nennt ihr Schreien. Weißt du? Und dann komme ich, was? Weißt du? Aber dann ist kontrolliert. Und das ist das Schöne. Und dann nachher, wenn es Ruhe ist, richtig Ruhe, ohne zu schreien. Also ich schreie nie eigentlich. Ich habe noch was Verrücktes gelesen auf der Internetseite, nämlich Trommelabenteuerreisen. Was ist das? Ja. Das ist unser Programm jetzt. Also, ja, es geht um eine Reise und es geht um die ganze Welt, weil unser Interesse ist auch, dass die Kinder, wie gesagt, diese kulturelle Vielfalt ein bisschen mitkriegen. Weißt du, wir lernen hier, nicht nur hier, auf die ganze Welt, leider, in unser System jetzt. Es gibt immer die richtige Antwort. Was für ein Blödsinn, sage ich, aber naja. Und
Dritte Welt. Ich habe mich heute überlegt, Dritte Welt? Wir haben mit Lena gesprochen, die Dritte Welt? Wieso Dritte Welt? Also Dritte ist sofort die Bronzemedaille. Ne? Mhm. Erste Welt ist die Goldmedaille. Das ist, hat drin, ist interessant. Also so nennt man das. Ja? Nach welchen Kriterien, welches Urteil ist das? Und naja, ich versuche die Kinder, wie gesagt, das anders zu zeigen. Weil so, nee, wir fliegen jetzt nach Kanada, zu den Indianern oder Eskimos, oder wir machen jetzt in China oder in Japan. Weißt du, so, wie trommeln da die Leute, wie reden da, wie begrüßen sich die Leute da? Was machen die in der Türkei? Es gibt so viele in Nordafrika. Es wird überall getrommelt. Natürlich. Das urigste Instrument, die es gibt. Ich habe gehört, dass in, zum Beispiel in Deutschland die Fremdenfeindlichkeit an den Orten am höchsten ist, wo die wenigsten Fremden leben. Das heißt, wir haben Angst vor dem, was wir nicht kennen. Und so eine Abenteuerreise erlaubt natürlich den Kindern, genau das, gleichberechtigt alles zu sehen. Ja. Letzten Endes ist mir mein Interesse und deshalb bin ich extra Ausländer. Wunderbar. Das ist ein damit die Kinder wissen, ey, guck mal, da ist ein Ausländer bei mir, also mit Migrationshintergrund. Es gibt tolle Worte dafür. Und sagen, ja, und der war doch toll. Weißt du, und das ist ein Beitrag. Ich denke, ja, ey. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ja. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ich denke, jedes Kind, das du erreichst, ist nur gut für unsere Gesellschaft. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist ein Jungunternehmer, der hat das Unternehmen Altruja gegründet, mit seinen Partnern und Mitarbeitern unterstützt er über 500 gemeinnützige Organisationen, finanziell besser aufgestellt zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Thank you.